und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play. Nicht Let's Play, Dingsbums, jetzt war ich gerade schon irgendwie verpeilt. Ich meine natürlich Skirmish, frisch auf den Tisch. Wir spielen mal wieder Planetary Annihilation auf dem System, das ich ganz simpel danach getauft habe, was es auch ist. Ein Moonmatch, zwei Monde, Dobbs Planet und Earthia. Wir starten auf Dobbs Planet, unser Gegner auf Earthia. Das heißt, es geht wirklich darum, dem Gegner den Mond unterm Arsch wegzubomben. Wir spielen mit einer beschleunigten Wirtschaft. Jeder hat 40 dieser Minenpunkte auf dem Mond. Eignet sich also auch für ein One-on-One-Multiplayer-Match. Ganz gut, das System. Die Monde sind einfach Standard-Templates, die der Zufall so zusammenschraubt, wenn man ihn denn lässt. Also mit der beschleunigten Wirtschaft. Kommen wir halbwegs voran. Und dass nur noch ein Computer auf der Map ist, ermöglicht uns auch, ohne dass wir wieder gewisse Dinge mit unseren Verbündeten anstellen müssen, das Spiel zu gewinnen. Und dabei keinerlei Leistung einzubüßen. Unser ECU-Verschnitt da unten. Ist genauso am Arbeiten wie die Jungs hier. Wir beschaffen uns Energie und Rohstoffe. Mal, dass uns die Aktion, die ich vorhabe, nicht in der Haushaltskasse in Schieflage bringt. Reicht, wenn unsere Energieproduktion ein bisschen Schlagseite hat. Wunderbar. Dann kannst du gleich mal so weitermachen.
Ihr unterstützt jetzt erstmal dieses Bauprojekt. Dagegen kommt unsere Ressourcenproduktion momentan nicht an. Gegen diesen enormen Druck, den die Produktion der höheren Techniker und die Erstellung dieser Fabrik aufs Ressourcensystem einwirken lassen. Merk schon. Hostile forces detected. Auf dem anderen Mond. So. Gegen Ressourcenknappheit hilft einfach mehr davon abbauen. Und während der Produktionsphasen lagern. Die Kiste saugt uns sogar das Energielager leer. Energieknappheit gibt's nicht mehr. Nachdem das jetzt auch so gut funktioniert, sollte es auch eigentlich gleich kein Problem mehr mit Material, mit Metall geben. Insufficient metal production. So. Und
interlunare Invasion wird jetzt erstmal verhindert. Gleich die stationäre Verteidigung entwickelt. Und ausgearbeitet. Und zum Schluss. Flakgürtel. Das sind die falschen Gebäude, verdammt. Egal. Da produzieren wir mal 20 Stück. Er schwirrt umher, er landet gleich. Und er landet natürlich mitten in der Gegnerbasis. Und Nuklearwaffen, da müssen wir was tun gegen.
Energy desperately needed. So, viel Spaß. Den Bau jetzt noch zu verhindern, wird schwer. Unit cannon is full. Sustaining damage. Uiuiui, schon wieder. Construction complete. Annihilation in 1 minute. Jetzt hat er verloren. Jetzt hat er endgültig. Hallo.
Ragnarok Annihilation imminent. Und Rums. Ich sagte Rums. Kannst du jetzt endlich mal in die Luft fliegen, du blöder Planet? Entschuldigung, ist ja Mond. Congratulations, Commander. Geh doch. Geht doch. Und damit war es jetzt auch schon wieder eine relativ kurze Folge, aber immerhin. Ich sag dann mal, ich bin raus aus der Nummer.